Liebe Investoren, heute habe ich was ganz Besonderes für Sie und liebe Investorinnen. Wir treten in Dialog mit einem Toten, mit André Costolani. Ich war 12 Jahre alt, saß gelangweilt im Internat, konnte am Wochenende nicht nach Hause fahren, weil meine Eltern im Ausland wohnten. Die meisten Mitschüler fuhren nach Hause. Und so habe ich in der Stadtbibliothek nach Büchern geschaut, die mit Geld zu tun hatten. Und damals, mit 12 Jahren, bin ich auf mein erstes Buch von André Costolani gestoßen, dem großen Ungarn, großen Börsianer und vor allem dem großen Publizisten, der so vielen Menschen bis heute irgendwie Geschmack gemacht hat für das Wesen der Börse. Dafür bin ich André Costolani sehr dankbar. Ich habe ihn später im Laufe des Lebens nur zweimal physisch getroffen. Und habe aber noch sehr, sehr gut in Erinnerung 1998, wie er schon als hochbetagter Mann in einer Talkshow auftrat, in der NDR Talkshow. Ich habe die damals live miterlebt. Und der Zufall will es, dass ich auf dieses Video gestoßen bin. Und da möchte ich nun mit Ihnen und André Costolani, der inzwischen verstorben ist, in den Dialog treten. Und ich zeige Ihnen dieses Video. Warum? Weil es ein sehr schönes Beispiel ist, dass man Respekt vor dem Alter haben soll, Respekt vor Andersdenkenden, dass man nicht arrogant auf Leute runterschaut, die nicht so schön und schick sind wie man selber, und dass man über diese Arroganz sehr häufig in der Ignoranz landet und dass das ein sehr, sehr viel Geld kostet. Begleiten Sie mich auf dieses kleine Abenteuer. Ich bin gespannt, ob es Ihnen gefällt. Wenn ja, kommentieren Sie es und teilen Sie es doch bitte im YouTube. So, es geht gleich los. Vielen Dank. André Costolani war vor vielen Jahren in der NDR Talkshow. Er war der erste Börsenexperte, der selbst bei mir so etwas wie ein leichtes Interesse an Aktien wecken konnte. Also er kann das wirklich außerordentlich populär. Jetzt geht es aber um mehr. Es geht um das große Finanzchaos in Russland. Herr Costolani, ist das ansteckend für die Weltwirtschaft? Was meinen Sie? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ist das Denn eine der hausgemachte? Welthandel mit Russland ist so klein, so minimal, dass das gar keine Bedeutung hat. Nur psychologisch. Es ist ein Stecknadelstich für den aufgeblasenen Ballon. Und ein Stecknadelstich ist bereit, einen großen Ballon zu platzen bringen. Ah ja. Und das ist geschehen. Die Börse ist zusammengefallen, nicht einmal tragisch. Solche Rückschläge haben wir schon oft gehabt. Aber nur aus dem einfachen Grunde, dass sehr viele Greenhorn, wissen Sie, Greenhorn ist Neulinge, sehr viele uneingeweihte Leute zur Börse kamen. Solche, die vor 2 Jahren nicht einmal wussten, was eine Börse ist und hysterischen Anfall bekommen haben, wenn man ihnen Aktien empfohlen hat, die sind jetzt börsensüchtig geworden, alle zur Börse, um schnell, schnell ein paar Mark zu verdienen. Und das ist schlecht. Wenn dieser Fall vorkommt, dann ist der Krach, nicht der große, aber der Mini-Krach, unbedingt zu erwarten. Ja, also brauchen wir uns erstmal keine großen Sorgen Nein, zu machen. für die Wirtschaftslage im Allgemeinen nein. Gut. So, jetzt ist es da. Also, zur Einstimmung, was wir sehen, es war 1998, die globale Weltwirtschaft, die wir heute kennen, hatte sich ja noch überhaupt nicht entwickelt. Internet war 1998 gar nicht vorhanden und Costolani beschreibt völlig richtig, dass also ein punktuelles Ereignis in einem großen Land wie Russland auf sozusagen die Gesamtfinanzlage gar keine so große Bedeutung hat, außer einer gewissen psychologischen Wirkung. Und da hat er bis heute recht gehabt, denn am Ende des Tages wird nach wie vor die Musik nicht von Russland gemacht, sondern von der im Wesentlichen von New Yorker Finanzbörse. Da können die Chinesen, haben natürlich aufgeholt in der Weltwirtschaft, in der Realwirtschaft, aber den Takt,
des Finanzflows, der Währungskurse und letzten Endes die Zugmaschine für die Börsen sind nach wie vor die Amerikaner. Und obwohl Russland so ein großes Land ist, hat Russland das nicht geschafft. Und der zweite Punkt, den er hier bringt, war ja der, dass eben, da müssen wir uns vor Augen halten, 1998 setzte also der gigantische Boom ein am sogenannten neuen Markt. Das heißt, ganz viele junge Firmen im Internetbereich und vor allem Telekom-Bereich gingen an die Börse und gingen nach oben. Und auf diese Leute bezieht er sich, die sozusagen die ganzen Greenhorns, die mit voller Euphorie in die Börse reingejagt werden. Und was Sie eben auch schon ein bisschen sehen konnten, war, aber das kommt jetzt noch mehr, dass schon auf diesen kleinen Opa mit seiner komischen Fliege und den klapprigen Zähnen so ein bisschen doch heruntergelächelt wird. So, machen wir mal weiter. Die Börsianer, für die Spieler, sie werden Geld verlieren. Sie haben schon viel verloren. Was ist sie werden denn vielleicht noch mehr verlieren. Ja. Aber das hat mit der Weltwirtschaft und mit dem allgemeinen Wohlstand nichts zu tun. Herr Costolani, Sie haben selbst gesagt, mit 92 Jahren können Sie nicht mehr so gut sehen und nicht mehr so gut hören wie früher, aber Sie würden täglich schlauer. Kann selbst so ein alter Börsenhase wie Sie, so ein Profi, kann der wirklich noch was Neues lernen an der Börse? Ich kann jeden Tag etwas Neues lernen. Denn jeden Tag geschieht etwas, wofür ich schon Referenzen habe aus meiner Vergangenheit. Aber nichtsdestoweniger, es gibt keine zwei Fälle, die ähnlich sein sollten. Mhm. Ich kann jeden Tag lernen, aber die anderen können von mir viel lernen. Vor 6 Jahren, vor 7 Jahren, genau, habe ich ihn mit Wort und Schreiben, mit Schrift, überall einen Ratschlag gegeben, einen Tipp, denn sonst gebe ich keine Tipps. Ja. Ich gebe keine Tipps, weil ich eine schlechte Erfahrung habe, dass die Leute nicht... Soll man nicht denn Mobilcom-Aktien kaufen? Was? Mobilcom-Aktien kaufen, Telefonaktien, was würden Sie sagen? Ich gebe keine Meinung über individuelle Aktien. Ah, das will nämlich jetzt Herr Schmidt uns erklären. Ja, aber eine Sache weiß ich. Zur neuen Markt darf man nicht gehen. Tut keiner. Das ist ein Betrug. Genau. Mit gezinkten Karten und Falschspielern. Oh, Herr Schmidt, jetzt kommen Sie. Nicht unternehmen. So. Nee. Jetzt müssen wir. So, jetzt geht's also los, dass er eben den neuen Markt beziffert. Und jetzt muss man sich vor Augen halten, 1998 ist diese Aufnahme, Sommer 1998. Und er wettert also, dass das eben Betrug ist und so weiter, aufgeblähte Kurse. Und es wird die Firma Mobilcom erwähnt. Man muss vor Augen halten, die Telekom-Aktien waren der Liebling der Anleger und schossen in ungereichte Höhe, in unerwartete Höhen. Kurse, die bis heute im Jahr 2021 nie mehr gesehen wurden und ganze Firmen, die überhaupt nicht mehr existieren, die sich in Luft aufgelöst haben. Dieser Endcrash kam aber im Jahr 2003. Und deshalb plädiere ich ja immer so sehr für das langfristige, grundsätzliche Nachdenken. Denn nur weil erstmal Kurse eine Weile gegen einen laufen und man wie ein Depp aussieht, heißt nicht, dass man falsch liegt, sondern es bewahrt einem häufig vor den richtig großen Verlusten. Und ich empfehle jetzt sehr darauf zu achten, wie mit dem klapprigen 92-jährigen Costolani hier so ein bisschen umgegangen wird und wie er für die Sache kämpft. Und ich weiß noch, wie geschockt ich damals war, dass man den Mann nicht ernst genommen hat, wie wenig Menschenkenntnis die Leute haben und vor allem keine Achtung vor der Erfahrung eines Menschen. Jetzt müssen wir erst mal. Ich sage es doch öffentlich und gedruckt und im Fernsehen. Ich traue es und warte, dass die neue Börse mich anklagt wegen Schädigung. Dann werde ich vor dem Richter beweisen, dass ich recht habe. Schauen Sie, seit 80 Jahren Börse habe ich so Erfahrung. Wir sind ja durch die Manipulationen. Es ist bestimmt was dran. Das Unternehmen kann fantastisch gut sein. Das Unternehmen kann fantastisch gut sein. Aber die Art und Weise, wie man sie notiert, wie man sie einführt zur Börse und wie man die Kurse manipuliert, ist Betrug mit Zinken, genau. Und mit Falschspieler. Ja. Genau. Jetzt wollen wir erstmal viel lernen, Herr Costolani. Jetzt kommt mal Herr Schmidt dran. Tut mir leid. Ja, nee. Ich finde das interessant. Wir wollen jetzt Herrn Schmidt befragen. Ja. Sie sind Inhaber, nicht nur Geschäftsführer, Inhaber der Mobilcom
Und das Unternehmen hat die Umsätze verdreifacht, die Gewinne verfünffacht und der Aktienkurs stieg um 2000%. Sie sind finanziell aus dem Gröbsten raus. Das ist richtig, ja. Das kann man so sagen, weil wir sehr erfolgreich sind. 2000 und? Der Aktienkurs stieg um 2000%. Ah, 2000%, ja. Das ist so also schlecht Manipulation, nicht, ne? Ich sage Ihnen. Ich weiß, wie die Manipulation geht. Ich bin nur die heutige Hase. Ja, ja. Ich bin auf der Börse aufgewachsen. Ja, ja. Es ist Manipulation. Jetzt so, Herr Schmidt, jetzt kommen Sie damit aber, mal zurecht. Jetzt wollen wir mal gucken, wollen wir uns mal dem Unternehmen behutsam nähern. Also, ich rufe noch mal in Erinnerung, dieser gut genährte Herr, der hier die Firma Bumilcom vertritt, 2000%, Umsatz verdreifacht, alles, saß auf einem hohen Ross. Und wie gesagt, der Costolani kämpft da tief versunken im Sessel. Ich möchte hier niemand zu nahe treten. Ich empfehle Ihnen nur allen mal, wenn Sie der Fall näher interessiert, mal zu schauen, was aus den Mobilcom-Aktionären und auch diesem Herrn, der da sitzt, geworden ist. Ich kann nur eins sagen, der Vermögensschaden war gewaltig, der dann Jahre später einsetzte. Schauen wir weiter. Wenn die IBM jemanden anhängen mit 5.000 Frauen, ist das auch immer so. Ja, nun ist das nicht IBM, von Herrn Schmidt. Er muss es mal kurz erklären. Ich kenne nicht das Papier. Eben. Dann wollen wir mal jetzt fragen. Deshalb ist es ja schwierig. Aber er sitzt ja da, Herr Costolani. Er soll jetzt mal was dazu sagen. Ja. Er soll uns mal diese ganze Betrügerei erklären. Zu der Börse erklären. Kann er nichts sagen. Nein, das soll er ja auch. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Zur Börse kann er nichts sagen, weil er kein Börsianer ist. Das ist ganz, ganz wichtig und werden Sie immer wieder erleben, dass wenn Sie mit einem Vorstand eines Unternehmens sprechen, dann hat er wegen mir eine richtige Sicht auf seine Firma und auf seine Kunden. Ob aber ein Börsenkurs hoch ist, ob er fallen wird oder steigen wird, hat er meistens keine Ahnung, sonst müssten ja sämtliche Vorstände von den Firmen, vor allem Industriefirmen, müssten ja die besten Geldanleger sein. Ich kann Ihnen versichern, das sind die in keiner Weise. Ein guter Spruch, eine gute Sache, von der Börse hat er keine Ahnung, weil er kein Börsianer ist. Denn wie werden die Kurse gemacht? Ja nicht durch Berechnung durch Wirtschaftsprüfer, sondern durch Angebot und Nachfrage von Tausenden, von Millionen von Menschen jeden Tag. Und das hängt mit der Psyche zusammen und mit der Massenpsychologie. Und die kriegen Sie nur in den Griff durch möglichst viele Jahre von Erfahrung. Und deshalb ist es falsch, über jemanden zu lachen, der mehr Erfahrung hat, aber nicht mehr aussieht, als wenn er auf der Höhe der Zeit wäre. Denn Costolani hat im Rückblick, er hat leider den Zusammenbruch nicht mehr erlebt, er ist vorher verstorben, was ich sehr, sehr bedauere, denn das wäre wirklich wunderbar gewesen, wenn er das noch miterlebt hätte. Weiter geht's. Ich kann nur sagen, wie das Unternehmen. Unternehmen kann wunderbar sein. Ja. Sehr gut. Aber die Kurse sind falsch. Ja, ja, aber lassen Sie ihn doch also einmal was dazu sagen, also bitte. Er hat ja schon was ganz Wichtiges gesagt. Er hat gesagt, das Unternehmen kann wunderbar sein. Ja, das ist schon mal gut. Unternehmen das rettet so. Jetzt wollen wir erst mal Ihrem Unternehmen auf die Schliche kommen. Ja. Weil bei so einem, Herr Kosser, jetzt wollen wir, ganz kurz, dann schreibt der Herr Hergesell wieder in Berlin, man kommt hier nicht zu Wort, was ja auch teilweise stimmt. Also, jetzt wollen wir mal gucken. Sie vertreiben Telefone und Sie vertreiben als Produkt die Telefoneinheit. Ja, wir sind Telefongesellschaft. Telefongesellschaft. Wir leben davon, dass die Menschen telefonieren und dass wir den Menschen, die telefonieren, die Rechnungen schreiben. Wir sind Wettbewerber zur Telekom. Ja. Wir sind Wettbewerber zur Telekom im Mobilfunk mit Handys. Wir sind Wettbewerber zur Telekom im Festnetz für Ferngespräche. Und wir sind Wettbewerber auch im Internet. Der beste Aber Beweis, er benutzt doch auch die Autobahn. Dass der gewissermaßen Betrug ist, dass sie verpflichtet sind, ihren Kurs 6 Monate zu halten. Wir werden sehen, wie diese Kurse fallen werden oder steigen werden nach 6 Monaten. Ja. Während 6 Monaten sind sie gestützt durch die Syndikate. Oder Telekom. Der beste Beweis. Ein gewisser Prior, ein junger Mann, den ich sehr gut kenne und sehr liebe. Aber wer ist gestürzt, Herr Koster? Nur, dass man das begreift. Wer ist gestürzt? Welcher Kurs? Von welcher Aktie? Von welchem Unternehmen? Von dieser, Ihre Aktie, wie heißt das? Mobilcom. Er hat bei ihrem Konkurrenten, beim Sat.1, eine riesen Propaganda gemacht. Marktschreierisch, kauft, 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 kauft. Und zur gleichen Zeit hat er empfohlen,
Telekom zu verkaufen. Also er war nicht so optimistisch für die Telefonindustrie, sondern speziell für diese Aktie, mit der er wahrscheinlich irgendwie kompliziert verbandelt. Komplex zu sehen. Aber es ist so. Ja, also Costolani spricht hier einen Punkt an, natürlich in bunten Worten, was wir auch immer im Hinterkopf haben müssen, und das ist ja dieser Effekt bei den IPOs, den Börseneinführungen, dass eben in der Tat eine Marketingmaschinerie einsetzt, dass in der Tat Insider nach Börseneinführung so und so lange ihre alten Aktien, die sie aus der Vorbörsenzeit haben, nicht in den Markt bringen, nicht im Markt verkaufen dürfen und, und. Und der Ablauf von diesen Haltenfristen kann äußerst, äußerst wichtig sein, denn wenn der Börsenkurs sich gut entwickelt, ist das natürlich ein großer Anreiz für diese alten Insider, dann, wenn sie freie Bahn haben, die Kurse abzuladen und es ist sehr gefährlich, dann die Aktien zu verkaufen. Das andere, worauf er hinweist, ist, dass eben hier für gewisse Börsenbriefschreiber und so weiter es immer wieder zu Verbandelungen kommt. Ob das hier richtig war oder nicht in dem Fall, kann ich nicht beurteilen. Aber Tatsache ist, dass das eben auch zum Börsenwesen gehört, dass unterschiedliche Interessen da miteinander sozusagen im Bett liegen. Gucken wir mal weiter. Oh, Moment, schon ein Verfahren eingeführt gegen Prior. Ich verstehe. Oh. Schon ein Verfahren. Jetzt, aber trotzdem. Also ich möchte das ganz so möchte ich das nicht stehen lassen. Es wird, glaube ich, werden zwei Dinge irgendwo vermischt miteinander. Es gibt Unternehmen, die sind gegründet worden, die sind gewachsen und die haben investieren müssen, um in neue... Lassen Sie mich doch bitte auch ausreden. Bei allem Respekt vor Erfahrung. Ich habe gelernt, in meiner kurzen Zeit der Erfahrung, alles hat zwei Seiten. Die eine Seite ist meistens eine gute und manchmal gibt es auch dazu schlechte Seiten. Im neuen Markt ist es so, dass in Deutschland es in der Vergangenheit nie möglich war, für junge Unternehmer an die Börse zu gehen. Das stimmt alle, nicht. Doch, es wurde, es ging. Es hat immer gegeben. Es hat nie Unternehmen gegeben. Nicht mit öffentlichem Publikum. Es hat niemals Unternehmen gegeben, die jünger als 3 oder 4 Jahre waren, die zur Börse gehen konnten. Man muss ja einige Jahre warten, bis das Unternehmen sich entwickelt. So einfach ist es bei Lotto. Natürlich, es ist ganz einfach, bei Unternehmen, die neu gegründet werden. Ja, da haben wir also genau auch wieder den Punkt. Costolani hatte recht. Eine junge Firma gehört erst dann an die Börse, wenn sie nachhaltig gesichert für die ahnungslosen Investoren einen Halt bieten kann. Alles andere, die Gründungsphasen, sind extremes Venture Capital und das kann getragen werden von Profis. Insofern ist die Börse in der Tat kein Tummelplatz für irgendwelche waghalsigen Unternehmen. So sind die Börsen zwar gegründet worden, als es noch kein Venture Capital gab, aber eben, und das hatten wir damals in diesem neuen Markt von 1998 bis 2003, dass praktisch die Banken sehr happy waren, jeden, der irgendwas Modernes in Richtung Telekom, in Richtung Internet da erfunden hatte oder dabei war aufzubauen. Das wurde alles in die Börse eingeführt und da entstanden Fonds, die sich da nur beschäftigt haben und. Und jeder, der da nicht mitgemacht hat, wurde praktisch als veralteter Idiot dargestellt. Ich selber gehörte dazu. Ich war in dieser Zeit Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Balaton AG. Für meinen Freund, den Großaktionär, habe ich den Vorsitz da geführt und den Aufsichtsrat geleitet. Und wir waren zum Beispiel die größten privaten Aktionäre, hatten das größte Paket an der fantastischen Werkzeugfirma Gildemeister. Da wurden wir für ausgelacht, aber wir haben überhaupt keinen Schaden genommen an dem Crash. Und das Gleiche gilt auch 2003 für den ME-Fonds Special Values. Und da waren wir in bester Gesellschaft mit Warren Buffett, den man damals, der war damals ja schon auch recht alt, der hat da auch nicht mitgemacht bei diesem Telekom- und Internetboom. Und dem hatte man ja schon die Zurechnung, geistige Zurechnungskeit, wie sagt man, fast aberkannt und gesagt, der hat es hinter sich und der hat ja nicht mehr alle Tassen im Schrank und gehört ins Museum. Und dieser Hochmut, der ist von den Investoren nachher teuer bezahlt worden. Und das ist hier, was sich hier auch gerade abspielt. Gegründet werden und Investitionen und Geld brauchen, können sich über die Börse finanzieren, so wie es auch überall ist. So ist es in den USA. Finanzieren mit welchen Kursen? Wir werden sehen, wie diese Kurse stehen werden, die heute 5-fache, 10-fache, 20-fache Kurse erreichen.
Wir werden schon sehen. Blut wird gießen. Blut wird aber auf dem neuen Markt. Sie werden es erleben. Also ich habe Erfahrung. Das kann nur ein paar Jahre dauern. Wenn Sie vorhin aber gehört haben, dass das Ganze eigentlich auch ein Spiel ist und es gibt gar keine Sicherheiten, dann setzen Sie eigentlich auch Ihr Unternehmen da ein bisschen aufs Spiel, oder nicht? Ist doch gar nicht so. Herr Schmidt. Ich meine, man darf doch die Dinge einfach nicht vermischen. Es gibt Unternehmen, die wollen wachsen, und zum Wachsen braucht man Geld. Und Geld kann man sich von Kapitalgebern holen. Von den kleinen Sparern, natürlich. Ja, lassen Sie mich doch auch mal ausreden. Ich meine, man kann immer dazwischen quasseln. Ich möchte bitte auch einmal ausreden. Bitte lassen Sie sich noch immer ausreden. Man will Geld haben, natürlich. Herr Costolani, gegen das, was Sie... Ja, es ist wunderbar, wie der Costolani auf verlorenen Posten da hängt. Wer auf ihn gehört hat, zu abendlicher Stunde, hat viel, viel Geld sparen können im Verlust oder hätte Verluste vermeiden können, wenn man auf ihn gehört hätte. Ich glaube, es hat wahrscheinlich kaum einer getan. Und er hat völlig recht, Blut wird fließen, und so war es. Denn die, wie gesagt, viele Unternehmen aus der damaligen Zeit sind komplett implodiert und oder sind von Kursen auf 90 auf 10 gefallen. Und damit war im Prinzip fast eine ganze Generation an jungen Sparern oder Leuten, die erstmals an die Börse dadurch gekommen sind, waren damit so geschädigt psychologisch, dass sie sich von der Börse verabschiedet haben. Und das war natürlich genau der grandiose Fehler, denn der sensationelle Aufstieg nach dem Blutbad 2003, der sensationelle Aufstieg von Apple, Amazon, Google und dergleichen, der begann dann in den Jahren 2005, 2006, 2007. Und ich weiß noch, wie wir zusammensaßen damals und gesagt haben, als das Blutbad war, so halb im Scherz haben wir gesagt, an sich müsste man jetzt auf die großen Internetwerte gehen, denn die kleinen, die nicht lebensfähig sind, die sind jetzt im Eimer. Aber an sich ist das Zeug ja nicht aufzuhalten. Also, das Video ist so gut wie zu Ende. Ich wollte Ihnen diesen kleinen Abschnitt bewusst mal zeigen, dass es sich lohnt, doch auch mal ein paar Jahre zurückzugehen und zu schauen, was so ein Mensch wie der Costolani damals gebracht hat. Und ich bin sicher, dass manch einer, der sich das anschaut, wird mit Wehmut daran zurückdenken. Und ich danke Ihnen sehr, dass Sie die Geduld und Zeit gehabt haben, mit mir diese kleine Reise zu machen. Und ich wiederhole noch einmal, das war ja erstmals, dass wir dieses kombinierte Format gewählt haben. Schreiben Sie doch in den Kommentaren und in den Likes, wie Sie dazu stehen, ob wir das nochmal in dieser Art, nicht mit Costolani, aber mit anderen Autoren und Clips, ob wir das wiederholen sollen oder nicht. Also jedenfalls danke ich Ihnen sehr und alles Gute, bis zum nächsten Freitag.